Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal mit Team Noob. Ja, das hier ist die Zusammenfassungsfolge des gestrigen Tages und des Starts von Minecraft Memories 4 Advanced, dem neuen Minecraft-Projekt, Nachfolger von Memories 4 Advanced. In diesem Video zeige ich euch, was bisher gemacht wurde. Und erzähl, was gestern so passiert ist. Ja. Immerhin sind wir hier in meinem Haus. Und ich habe übrigens wieder den gleichen Skin. Bis mal. Ja. Es ist mein Haus. Das hier hinten ist noch leer. Das wird später mal Truhenlager. Hier ist halt mein Bett. Ganz und so. Noch ein bisschen spärlich hier oben. Hier wird vielleicht noch Rüstungsstellen und sowas alles eingerichtet. Mal sehen. Hier geht es halt per Leiter runter, weil mir Platz für eine Treppe fehlte. Habe ich hier meine Küche. Und hier geht eine Treppe runter in eine Mine, wo ich hier Cobblestone farmen kann. So. Ja. Hier geht es raus auf meine schöne Terrasse. Hier kann ich mich dann in die Tasche hinsetzen und einfach fahren. Gut, wenn man hier reingeht, sieht man hier, hier ist mein Arbeitszimmer mit einem Kamin. Raus, da habe ich meine zwei Truhen. Und wenn man hier rausgeht, habe ich hier ja mein Haus. Da habe ich meinen Briefkasten. Dieses Mal heiße ich MRP einfach und simpel Mr. MLG. Gut, hier habe ich eine Zuckerrohrfarm in Serum, in der ich wohne. Und ansonsten ist hier halt ja die Insel. Hier haben wir jetzt heute eine Brücke gebaut. Hier geht's rüber und dann da wohnt Noob LP, hat da sein Haus. Hier geht es rüber zum Spawn. Hier ist einfach ein kleines Campfire. Und hier ist das Portal zur Farmwelt. Dann ansonsten hier wird, glaube ich, von jemandem anderen, auf einem anderen Spieler gebaut. In hier Grundstück hier gehört zu dem zu der Farm von den von Jerome Powell. Wir haben hier Farm, bauen einen Bauernhof auf. Ja, viel mehr gebautes gibt es, glaube ich, sonst noch gar nicht. Ansonsten, was ich schon hier erfarmt habe, ist bis Eisen. Ich habe bekommen. Und ich habe hier diesen Bogen geangelt und den habe ich dann repariert. Sehr interessant. Ein bisschen Essen haben wir auch. Habe ich auch mit mir angefahren. Ja. Ansonsten wurde mehr halt nicht gebaut und mehr haben wir noch nicht erfarmt. Ansonsten, was ist sonst noch im Stream gestern passiert? Im Grunde hatte das Server nur haufenweise technische Probleme. Und deswegen haben wir dann gestern den Server offline genommen. Gestern gab es halt auch den Stream. Nach 1,5 Stunden wurde der abgebrochen und dann habe ich ihn gelöscht, weil im Stream nichts getan werden konnte, weil es ständig irgendwelche Bugs und technische Probleme gab. Die haben Joel und ich dann zusammen alles gefixt und seit heute späten Vormittag kann man wieder normal spielen. Wir mussten von dem Magma-Server auf einen Paper-Spike-Server wechseln. Und nun haben funktioniert so alles, außer halt der alte Voice-Chat. Der funktioniert nicht mehr, weil das eben eine Mod war und die muss man auch auf dem Server installieren. Das können wir mit einem Paper-Spike nicht mehr.
Dann wollten wir auf Mumble umsteigen, haben jetzt einen Mumble-Server aufgesetzt und so. Nur da haben wir auch noch ein paar Probleme, nämlich dass aus irgendeinem Grund man jede überall auf der Map hören kann. Das war beim letzten Mal nicht das Problem. Das war beim letzten Memories 4 ja kein Problem, wie ihr aus den späteren Videos ja dann wisst von dort. Müssen wir halt gucken, wie man das dann umsetzt, wie es besser wird und sowas in der Art. Ja, ansonsten war das aber eigentlich auch schon diese kurze Zusammenfassung. Wie gesagt, beim letzten Video, wenn ihr auf das Ankündigungsvideo des Streams von gestern 10 Likes schafft, kommt morgen am Sonntag direkt der zweite Stream. Dort bauen wir dann vermutlich das Restaurant. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, keine neuen Folgen, dann lasst gern einen Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Noob MLG.